So, ich muss mich erstmal beruhigen hier jetzt nach der Prüfung. Das war ja wieder eine Katastrophe. So kann das echt nicht weitergehen. Ich hatte jetzt 90 Minuten Prüfung, zwei Fahrschüler, Fahrschülerinnen, Fahrschüler. Tja, und die kommen dann und was machen die? Die Fahrschülerin, die fährt einfach die Prüfung, so wie wenn nichts wäre. Die kommt, nicht aufgeregt, gar nichts, fährt einfach rum. Macht alles richtig, parkt ein aufs erste Mal, macht also alle Übungen aufs erste Mal. Der Prüfer fährt hierher, rucki-zucki fertig und das war's. Und dann steht sie da und ich habe gesagt, sag mal, geht's noch? Wo sind wir denn hier? Ich brauche doch Stoff für YouTube. Du kannst doch nicht einfach hier rumfahren und die Prüfung und da gar nichts machen. Sie hat einmal abgemurkst am Berg. Aber was will ich mit einmal abmurksen am Berg? Da kannst du keinen Film drüber drehen. Mein Gott, hey, also das ist echt so Ding. Und jetzt fahren wir die zweite Prüfung, fahre ich jetzt nach. Und das war, also muss ich, da bin ich auch. Ich hätte vielleicht, als der Fahrschüler gekommen ist, gleich mal sagen sollen, dass er jetzt nicht denken braucht. Der könnte jetzt hier einfach so die Prüfung einfach so fahren und nichts machen. Und er soll sich mal ein bisschen anstrengen, da mal ein bisschen Action rechts vor links irgendwie oder mal richtig verschalten oder irgendwie auf so eine Ampel zu rein. Die Leute, die wollen doch was sehen auf YouTube. Hey, also mein Gott. Und die zahlen zwar nichts, da können sie auch keine, aber vielleicht wollen sie dann noch Geld zurück oder irgendwas. Es gibt doch keine Klicks, wenn ihr einfach besteht und nichts macht. Oh, Mann, echt. Mein Gott, ich muss mich echt erstmal beruhigen. Also ja, hier seht ihr, wie ich jetzt langsam fahre. Für das YouTube-Video hätte ich vielleicht auch einfach durchfahren sollen und so. Das ist Ding. Es gibt wirklich einfach keine Klicks, wenn man gute Prüfungen fährt. Und dann auch noch so locker fahren. Einfach so, wie wenn nichts wäre. Okay, das letzte Mal die chaotische Prüfung, die war zwar anstrengender als Fahrlehrer, weil da sitzt neben dran und bestimmt, aber das war heute einfach gar nichts. Einfach so rumfahren. Also wir sind jetzt, ich muss mich jetzt langsam beruhigen. Wir kommen jetzt also in die Prüfungsfahrt hier wieder rein und der zweite Fahrschüler hat dann wenigstens doch noch eine kleine Action geboten, das ich jetzt auch noch nie hatte. Ich fahre jetzt, ich muss auch, ich sehe, ihr müsst alleine fahren. Ich kann jetzt nicht Fahrschülern zumuten, dass man nicht. Oder vielleicht muss ich in Fahrstunden zukünftig mit den Fahrschülern so ein paar Stunts einüben für die YouTube-Videos. So, ihr seht, Fahrradfahrer, wenn ich den jetzt überhole, muss ich ziemlich dicht an den Anhänger ran und das ist auch nicht so toll. Also, wir sind hier echt mit Fahrradfahrern jetzt immer an der Grenze. Wenn man das jetzt genau nachmessen würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht 1,5 Meter genau. Das war so ein bisschen wahrscheinlich mehr wie ein Meter. Also ihr müsst da in Zukunft auch. Okay, der Fahrschüler, was er gemacht hat, okay, er hat doch ein bisschen was geboten. Seht ihr, ich kann es jetzt sagen. Seht ihr, was er gemacht hat? Fällt euch was auf? War es also doch nicht so toll, die Prüfungsfahrt. Ich bin mal gespannt, ob es euch aufgefallen ist, was er hier jetzt so ein bisschen falsch gemacht hat. So, dann aber ganz normal wieder weitergefahren. So, dann hier auch ganz normal 20 gefahren. Und dann hat der Prüfer, wie zu erwarten war, gesagt, wir fahren die nächste rechts weiter. So, dann erste Gang, einfach hier reinrollen ohne Gas. Dann sind wir hier in den Parkplatz reingefahren. So, und dann gucken wir mal, jetzt will der da einparken oder was macht der? Der parkt da ein. Genau, dann war hier eine Parklücke, die war aber ziemlich eng. Da hat er nicht reinparken lassen. Die ist jetzt besser hier, die ist jetzt größer. Schauen wir uns mal. Ach, genau, seht ihr. Bei dem roten Auto. So was hat er ihn machen lassen wie bei dem roten Auto. Der hat also gesagt, halten Sie mal an und dann parken Sie in diese Parklücke hier rückwärts ein. Also, was er gemacht hat, er ist nicht richtig vorgefahren und ist dann
so zurückgefahren, dass wir erstmal ziemlich weit nach links gekommen sind. Ist aber kein Problem. Er ist dann einfach gerade vorgefahren. Seht ihr? Völlig langweilig. Und ist dann einfach in die Parklücke reingefahren. Schrecklich, oder? Ohne Piepsen, ohne irgendwas, einfach reingefahren. Da bleibt doch niemand dran am Video. Da muss es piepsen, da muss es eng sein, da muss der Fahrlehrer schreien, Action, dann ist das okay. Und auch an der Prüfung muss einfach Action sein. So, und dann sind wir einfach wieder ganz normal hier rausgefahren. Rausgerast hier aus dem verkehrsberuhigten Bereich. So, wenn man frühzeitig guckt, sieht man, dass alles frei ist und man kann hier volle Kanne um die Kurve heizen. Da sind wir fast gedriftet, aber das Auto hat einen guten Anpressdruck und deswegen hatten wir jetzt in dieser Kurve keine Schwierigkeiten. So, wir fahren geradeaus weiter. Pöstlerin von links, von rechts, halt rechts und links. So, alles frei, los geht's! Zweiter Gang und Vollgas im zweiten Gang. Von 0 auf 20 in 7 Sekunden. Ich muss echt aufhören, Top Gear zu gucken. Ich gucke gerade die ganze Zeit Top Gear an und man verändert sich da so. Man mutiert zum Rennfahrer und auf einmal weiß ich sogar, was ein Ferrari ist und solche Sachen. Das wusste ich vorher alles gar nicht. So, Prüfung sind wir hier gefahren und ihr seht auch hier, also hier ist jetzt nichts Spektakuläres. Es wird ja auch geplant, dass eventuell soll flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden in den ganzen Städten. Wenn wir das haben, dann brauchen wir gar keine YouTube-Videos mehr machen, weil dann ist es einfach so langsam und so langweilig, dass man einfach sozusagen durch die Städte gemütlich durchrollt. Wir sind geradeaus weitergefahren, hat er auch alles richtig gemacht, er hat geblinkt, geguckt, dann fahren wir hier jetzt einfach hinterher, seht ihr, ich fahre einfach raus, ohne zu blinken, muss nicht unbedingt sein, dass man hier blinkt. Und dann auch hier, wenn ich zurückfahre, blinke ich nicht, sondern ich fahre einfach gemütlich zurück. Und ihr seht, wirklich das Thema, das ganz große Thema wird echt sein, diesen Sommer, Radfahrer, 1,5 Meter Abstand. Weil das ist eigentlich jetzt auch in dieser Tempo 30 Zone und so fast unmöglich, Radfahrer zu überholen mit 1,5 Meter Abstand. Seht ihr, ist der vorne überholt und das ist eigentlich zu wenig Abstand. So, und jetzt auch für mich, guckt mal, wenn ich jetzt hier überhole, ich muss dann ziemlich schnell sein. Also das heißt, ich müsste jetzt um die mehr oder weniger so, ja, wenn da vorne der Roller kommt und überhaupt, sie fährt auch schon fast wieder ein bisschen über 20. Das sind halt immer diese E-Fahrräder oder irgendwas. Und wenn ich jetzt da vorne rechts abbiegen will, dann kommt die Verkehrsinsel. Kann ich vergessen. Das heißt, Kommando hinterherfahren. Also fahren wir die nächste rechts weiter, hat der Prüfer gesagt. Schön, dass die Radfahrerin auch nach rechts fährt. Das heißt, wir können dann gemütlich hinter ihr herfahren. So, da kommt der Bus. Das reicht mir. Ich kann gemütlich durchfahren. Ich habe Vorfahrt, dann fahre ich hier hoch. Also hier war jetzt auch nichts Spektakuläres. Und der Prüfer hat dann gesagt, wir fahren nach links weiter. So, Fahrradfahrerkolonne haben wir jetzt dann. So. Schön gucken. Also schön rum. Und auch hier selber kann ich abhaken, dass ich jetzt hier anfange irgendwie zu überholen. Ich habe vor mir dann diese zwei Radfahrer und das funktioniert nicht. So, und jetzt kommt die einzige Stelle, wo der Prüfer, der Fahrschüler, in dem Moment ist es ja der Prüfling, wo der gedacht hat, ach komm, ein bisschen was kann ich ja schon machen. Das ist doch echt wirklich langweilig, wenn ich die ganze Zeit jetzt die Prüfung fahre. Es war so, dass die Ampel war grün, also nicht wie jetzt, so dass er praktisch weiterfahren. Seht ihr, die Ampel war grün, er fährt rum, dann auf einmal sieht er und dann, oh, wow, ist er hier reingedüst. Und dann so, oh. Und hat der Prüfer gesagt, ja, jetzt müssen Sie umkehren. Und dann hast du gesehen bei dem Fahrschüler,
Ding, de 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 ding. Jetzt war er ein bisschen aufgeregt, aber er war, ja, er ist trotzdem halt einfach weitergefahren, seht ihr? So. Und dann hat der Prüfer gesagt, ja, jetzt, also Sie müssen schon mal umkehren, weil ich, seht ihr, da vorne wird es immer dichter. Dann hat er ja angehalten. So. Und dann sind wir rückwärts gefahren. Mit Hupen und abschüssig, das heißt, es geht runter. So, dann. Es hat bei ihm ein bisschen länger gedauert. Er hat immer so Überlegephasen zwischendrin gehabt. Seht ihr, schön vor. Also, ihr müsst jetzt immer praktisch noch ein bisschen die Überlegephasen dazu rechnen. So, und dann. Und er hat auch das mit dem Gucken gut gemacht. Er hat also zum Beispiel vorm Losfahren nochmal richtig nach rechts geguckt. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen doof. Jetzt passt mal auf. Jetzt kommen wir nämlich in einem richtig dummen Winkel auf die Straße zu. Und dann hat der Prüfer ja gesagt, okay, wir möchten ja rechts weiterfahren. Dann hat er so, oh, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich halt richtig ausholen. Seht ihr, das Gehupe ist einfach, weil das Auto so. So, seht ihr, wenn ich jetzt nämlich nach rechts fahre, muss ich jetzt, damit ich das hinkriege, wohl oder übel hier, richtig ausholen. Das heißt, ich bin also auf der rechten Seite und muss dann hier sozusagen volle Kanne rumziehen. Seht ihr, wie blöd ich jetzt da stehe? Und vor allem, wie blöd ich jetzt dann auch gleich losfahre. Seht ihr, dann muss ich. Ziemlich doof. So, und dann ging es einfach wieder weiter. Und das war's. Seht ihr, das, es lohnt sich kaum. Jetzt wurde die Prüfung einfach runtergefahren. So wie beim Eishockey, beim Basketball oder von mir sogar beim Fußball, wenn man einfach die Zeit runterspielt und es passiert nichts mehr. Und deshalb können wir jetzt dann auch getrost mit dem Video schon wieder aufhören. Ihr müsst euch einfach noch vorstellen, er ist einen Berg hochgefahren Richtung Frohndorf, dann ist er den Berg runtergefahren zur Kraftfahrstraße, ist auf die Kraftfahrstraße gefahren, hat alles richtig gemacht und dann ist er zurückgefahren zum TÜV und dann hat der Prüfer gesagt, okay, Sie haben bestanden. Und dann waren meine zwei Prüfungen vorbei. Wie gesagt, völlig unspektakulär. Und ja, somit verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Macht's gut. Und es war natürlich ein Witz, wer es jetzt noch nicht kapiert hat. Natürlich war das ganz cool für mich. Das war ja richtig gut sogar, weil das war richtig entspannt heute Morgen. Wir sind ganz locker gefahren, so wie ich es eigentlich haben möchte. Mit dem Prüfer ganz lässig geredet und es gab in der ganzen zwei Prüfungen, also außer diesem komischen Reinfahren jetzt in diese Sackgasse, keine einzige Situation, wo ich jemals Angst haben müsste, dass irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, beide Fahrschüler, Fahrschülerinnen und Fahrschüler hatten die Sache total im Griff. Und das ist, wenn ihr also eurem Fahrlehrer einen Gefallen machen wollt, dann macht es einfach so an der Prüfung. Und für meine zukünftigen Fahrschüler, schon cool, wenn er so fahrt, aber ab und zu muss halt doch was dabei sein, dass wir auch einen Film machen können, weil wie gesagt, die Leute möchten ja auch was sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.